Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es wird allerhöchste Zeit, dass ich meine neuen Stapel von Sub-Büchern ziehe für meine Challenge ein Sub versus ein Beutel voller Bücher, denn der 6. Januar ist doch schon wieder eine ganze Weile her, beziehungsweise ist ja fast der Januar schon wieder vorbeigefühlt. Der 6. Januar deshalb, weil mein letzter Substapel, den ich hätte lesen müssen, wäre bis zum 6. Januar gewesen. Und genau das ist jetzt mittlerweile auch meine Änderung, die ich ja in den Vorsätzen so ein Stück weit vielleicht auch schon angesprochen habe, dass ich die Sub-Challenge noch ein bisschen verändern möchte bzw. verfeinern möchte. Es ist aber so, dass ich nicht die Zeit verringern werde, so wie ich das erst geplant hatte, also dass ich von 4 auf 3 Monaten gehe. Ich werde bei 4 Monaten bleiben. Aber ich werde jetzt immer den 6. des Monats als Stichtag nehmen. Das heißt, ich habe vorher weg immer das Datum genommen, wo ich das Video gedreht habe. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern es wird immer der 6. Das heißt, diesmal läuft die Zeit schon ab dem 6. Januar. Also ich habe jetzt schon ein paar Tage verloren. Aber ich möchte mir noch so ein bisschen den Challenge-Charakter noch ein bisschen hervorheben. Und ich glaube, da passt das ganz gut. Und wenn ich dann halt eben nicht dazu komme, das Video zu drehen, beziehungsweise es irgendwie nicht schaffe, ordentlich einzuplanen, dann geht das halt eben von meiner Zeit drauf oder von meiner Zeit verloren und dann ist das halt eben so. Und ja, das erhöht so vielleicht ein bisschen den Druck, aber ich möchte so ein bisschen die Challenge-Charakter noch ein bisschen hervorheben und ich denke, da passt das ganz gut. Und es sind insgesamt 46 Bücher, die noch offen sind auf meiner Liste von Neuzugängen 2018, die noch nicht gelesen sind. Und ich hatte mich verzählt um eins, ich hatte meinem Vorsätzenden gesagt, es sind 45 Bücher, aber es sind 46. Aber das eine Buch macht die ganze Liste jetzt nicht wesentlich größer. Es bleibt trotzdem noch eine Herausforderung, dass ich die Liste abgearbeitet bekomme. Aber wir bleiben positiv und arbeiten uns fröhlich durch die Liste. Wie ihr die Challenge ja bereits kennt, werde ich jetzt erstmal mit einem Zufallsgenerator herausfinden, wie viele Bücher ich denn bis zum 6. April lesen möchte. Und dafür habe ich den Zufallsgenerator wieder von 1 bis 6 eingestellt, weil es einfach die Würfelanzahl ist oder die Würfelaugenanzahl ist, die es auf einer Würfel gibt. Und darauf hatte ich mich ja geeinigt oder beziehungsweise für mich entschieden, dass ich das gerne so machen möchte. Gut. Ich werde jetzt auf dieses Knöpfchen drücken und meine Anzahl von Büchern bestimmen, die ich bis zum 6. April lesen muss. Und los geht's. Ah, ich hoffe, es ist nicht die 6. Ich habe das Gefühl, der Zufallsgenerator mag mich nicht und oder beziehungsweise hat meinen Wunsch nicht erfüllt, dass es die 6 wird. Und es ist tatsächlich die 6 geworden und glaube ich muss 6 Bücher lesen bis zum 6. April. Ja, wenn die Vorsätze einen erwischen, dann so richtig, aber wir stellen uns der Challenge also 6 Bücher. Das wird eine ganz schöne Herausforderung, aber ich hoffe das, ich packe das und ansonsten, ja, wir packen das einfach. Gut, dann muss ich jetzt die Bücher heraussuchen, die es betrifft. Und zwar stelle ich jetzt dafür den Zufallsgenerator von 1 bis 45, nein, stopp, nicht von 1 bis 45, sondern von 1 bis 46 ein und bestimme damit das erste Buch. Das ist die 10. Die 10 hier in meiner Liste ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matthew Carpet und die Hexe von Fount Royal von Robert McCann. Ich hole euch mal das Buch. Da habe ich euch das Buch geholt. Das ging jetzt für mich sehr, sehr schnell, weil ich genau wusste, wo es stand, weil es immer frontal quasi stand und nicht in Reihe und Glied mit den anderen Büchern. Und zwar ist es dieses wunderbare Exemplar hier. Der Titel ist nochmal Matthew Carpet und die Hexe von Fount Royal. Das ist der erste Band der Matthew Carpet-Reihe von Robert McCammon aus dem Lucifer Verlag. Es geht hier um
dass eine Hexe in Carolina rumgeht. Und zwar befinden wir uns hier im Jahre 1699. Dieses Buch ging, oder beziehungsweise die Reihe ging damals sehr viral, beziehungsweise hat sie sehr, sehr viel begeistert. Und aus dem Grund hatte ich mir das Buch damals ebenfalls auf der Leipziger Buchmesse gekauft, 2018. Also auch noch ein Überbleibsel der Leipziger Buchmesse, und hatte das schon mal angefangen, das Buch. Und hab's aber wieder abgebrochen, beziehungsweise hab mich dann doch dagegen entschieden. Weil ich habe hier sogar noch einen Beleg drin, dass ich dieses Buch tatsächlich in Leipzig auf der Buchmesse gekauft habe. Und ich war so ein bisschen, ich wollte es erstmal anfangen zu lesen, war dann aber so ein bisschen geschockt, weil der Buchsatz so wesentlich, also so groß ist, weil der hier oben ist nicht so viel Platz, also es hängt fast hier oben an und geht fast bis hier runter. Da war ich ein bisschen erschrocken damals. Und deswegen hatte ich das irgendwie wieder zur Seite gelegt. Aber ja, jetzt hat mir die Sub-Challenge diesen Band gezogen. Ist natürlich wieder der Beginn einer Reihe. Aber nun mittlerweile bin ich ja daran gewöhnt, dass ich immer 1000 Reihe aufmache. Und ja, dieses Muster geht hier, oder dieses Muster wird hier fortgesetzt. Und demzufolge mache ich auch eine weitere Reihe auf. Ist nicht so schlimm. Ich habe mir die Bände alle gekauft, die ersten Bände. Und von daher muss ich da jetzt durch. Und mich da so ein bisschen durchbeißen, aber das kriegen wir schon hin. Dann mal das nächste Buch. Wir haben ja noch 5 vor uns. Ich klicke wieder auf den Zufallsgenerator. Und diesmal ist es die 45. Das macht es mir beim Zählen wesentlich einfacher. Und zwar ist es Der Garten der Nacht von Percy Andrews. Das ist aber der letzte Band der Reihe, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke gleich mal und hole mal das Buch. Wenn es der letzte Band der Reihe ist, dann werde ich mir den dritten Band holen, weil den ersten Band und den zweiten Band hatte ich ja schon gelesen. Und der dritte Band wäre dann demzufolge dran. Ich habe euch mal das Buch herausgesucht, und zwar Garten der Nacht von Percy Andrews aus dem Goldmann Verlag. Das ist aber tatsächlich, wie ich gerade herausgefunden habe, der 5. Teil der Foxford-Saga. Und ich habe ja mit mir ausgemacht, dass wenn ich einen Band ziehe, wo ich die Vorbände einfach noch nicht gelesen habe, dass ich dann immer den Band nehme, den ich noch nicht gelesen habe, beziehungsweise der als nächstes kommen würde. Und das wäre dann bei mir Dornen des Glücks, ebenfalls von Percy Andrews aus dem Goldmann Verlag. Das ist dann der dritte Teil der Foxford-Saga. Und ja, ich habe schon befürchtet, dass ich wieder einen Teil der Foxford-Saga lesen muss, weil ich hatte ja schon in der letzten, in den letzten Substapel ebenfalls ein Band der Foxford-Saga gezogen, da war es der 2. Band, beziehungsweise da habe ich glaube ich auch den 4. oder 5. Band gezogen, musste dann den 2. lesen. Und ja, die Bücher, die hatte ich damals Gebrauch gekauft, und die gibt es glaube ich auch so nicht mehr, nagelt mich nicht fest, ich glaube die wurden nicht nochmal neu herausgegeben, deswegen sind die hier schon etwas älter und etwas abgekribbelter, aber das stört mich gar nicht, aber jetzt muss ich auch Band 3 lesen. Aber so kriege ich halt die Saga bzw. die Reihe halt auch durch und gelesen. Und bin schon, naja, hier kraut es mir ehrlich gesagt ein bisschen davor, weil mir der 2. Band nicht so wirklich gut gefallen hat. Also der war ja schon sehr anstrengend zu lesen, und da hatte es schon meine gute Mühe, mich da durchzubeißen. Aber ich habe ihn dann doch beendet und habe ihn nicht aussortiert, weil ich eigentlich den ersten Band sehr, sehr mochte und hoffe, dass jetzt der 3. Band mich wieder überzeugen kann. Und ja, ich kann euch auch nicht sagen, um was es geht, weil es halt nun mal mittlerweile schon der 3. Band ist. Und ich will ja niemanden spoilern, der die Bücher vielleicht doch noch entdecken möchte. Dann ziehen wir mal das 3. Buch und sagen, lassen uns vom Zufallsgenerator mal die Zahl sagen. Und das ist die 40. Macht es mir auch etwas einfacher. Weil wir hatten ja 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist es der hier. Die Magie
Der kleinen Dinge von Jesse Burton. Ich suche es euch mal raus, das ist Gott sei Dank noch nicht so weit weg. Da habe ich euch mal das Buch herausgesucht, Die Magie der kleinen Dinge von Jesse Burton aus dem Limes Verlag hier. Ich hatte das Buch damals in einem Gebrauchtwarenladen gekauft, also sie haben halt auch Gebrauchtbücher verkauft und habe das da entdeckt. Und ich hatte ja zuerst von Jesse Burton das Geheimnis meiner Mutter oder die Geheimnisse meiner Mutter gelesen und war von dem Buch sehr, sehr positiv überrascht und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und hatte aber vorher schon mit dieses Buch gekauft und freue mich natürlich jetzt umso mehr, dass ich dieses Buch jetzt gezogen habe, weil es liegt ja jetzt nun mittlerweile auch schon fast 3 Jahre auf meinem Sub und ja, weiß gar nicht, um was es hier geht. Hier in großen Lettern steht nur, der neue Stern am Bücherhimmel, unglaublich gut geschrieben. Ja, ich lasse mich überraschen, ich will gar nicht so wissen, um was es hier geht. Ich weiß, dass dieses Buch, glaube ich, irgendwann mal sehr gehypt wurde oder sehr oft besprochen wurde. Und es auch ganz viele unterschiedliche Cover hat. Lassen wir uns überraschen, was dieses Buch für mich bereithält und vielleicht auch ein Jahreshighlight wird, weil Die Geheimnisse meiner Mutter fand ich wirklich schon ein richtig, richtig gutes Buch, aber es war halt doch nicht ein Jahreshighlight für mich, aber vielleicht wird es ja das hier. Dann brauchen wir noch 3 Bücher und ich mache wieder meinen Zufallsgenerator. Es wird die 31, ich zähle mal schnell durch. Das Labyrinth von London von Benedikt Jacquard. Ich such's mal aus. Als ich dieses Buch gerade gesucht habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich müsste bei B gucken. Wahrscheinlich, weil der Autor seinen Vornamen mit B anfängt, aber eigentlich fängt er ja mit J an. Der Nachname, und deswegen hätte ich gar nicht so weit auch suchen müssen, weil das Buch hätte genau hier gestanden. Aber ich habe es ja jetzt gefunden, und zwar ist es dieses Gutstück hier. Ich mag dieses Cover eigentlich sehr, sehr gerne und deswegen habe ich es mir vermutlich auch gekauft. Und natürlich auch, weil der Inhalt, oder beziehungsweise der Klappentext, mich überzeugt hat. Und zwar nochmal das Labyrinth von London von Benedikt Jacquard aus dem Blanc Vallée Verlag. Wir haben hier wieder einen ersten Band. Offensichtlich ziehe ich aktuell nur rein. Ist nicht schlimm, ich habe mir diese Bücher gekauft, ich habe mir die ersten Bände gekauft und dann muss ich jetzt einfach durch. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, um was es geht. Ich weiß nur, dass hier oben drüber ganz groß steht, Fans von Ben Aronovich dürfen dieses sehr intelligente, vielschichtige und actiongeladene Serie nicht verpassen. Das Labyrinth von London ist ein fantastischer Roman mit einer prachtvoll realistischen Welt und einem zugleich starken und verletzlichen Helden. Tja, auf jeden Fall ist es Band 1 einer Reihe und ich beginne damit wieder eine Reihe, aber ich habe es mir gekauft. Ich habe es mir aus irgendeinem Grund gekauft, den ich nicht mehr weiß, aber ich glaube, mich hat hier das Cover sehr angesprochen, beziehungsweise den Klappentext. Und da muss ich jetzt durch, also muss ich auch diese Reihe beginnen. Wenn sie mir ja zusagt, kann ich sie ja hoffentlich auch fortsetzen und wir bleiben gespannt. Vielleicht kennt ihr ja das Labyrinth von London. Ich habe das gar nicht so auf YouTube oder auf BookTube entdeckt, auch bei Bookstagram gar nicht so. Und bin daher sehr gespannt, ob es mir gefallen wird. Und ja, ich werde definitiv davon berichten, würde mich aber natürlich interessieren, ob ihr es zufällig kennt, beziehungsweise wie eure Meinung dazu ist, wenn ihr es kennen solltet. Oder ob ihr das entdeckt habt auf den diversen Plattformen. Oder vielleicht ist es auch nur an mir vorbeigegangen. Man weiß es nicht. Damit hätten wir 4 Stück. Und ich muss noch 2 ziehen. Machen wir wieder den Zufallsgenerator. Und los geht's. Die 40 hatten wir schon, ne? Oder? Hatten wir schon. Also nochmal. Es ist die 36. Damit, wenn das hier die 40 ist, ist das die 39, 38, 37, 36. Anna und Armand von Miranda Birmont
Mulo, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ich werde es euch auf jeden Fall mal heraussuchen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dieses Buch gekauft zu haben. Also als ich das gerade gelesen habe, konnte ich mich überhaupt nicht erinnern, was das für ein Buch sein soll. Normalerweise habe ich bei meinen Büchern immer so den Klappentext nicht, aber das Cover vor Augen und weiß daher eigentlich immer, welches Buch gemeint ist. Aber bei dem Buch tatsächlich zum ersten Mal, dass ich nicht weiß, welches Buch gemeint ist, aber ich habe es jetzt herausgezogen und kann mich erinnern, dass ich das damals auf einen Wühltisch gefunden habe oder auf einen Krabbeltisch. Und wenn ich mir diese tollen Sticker hier angucke, diesen wunderbar tollen Sticker hier, dann bin ich mir zu 100%ig sicher, dass es auf einem Wühltisch war. Und es ist auf jeden Fall noch in Folie eingeschweißt. Also es hat nie atmen dürfen, dieses Buch. Und zwar hatte ich ja gesagt, Anna und Anna und Amand. Von Miranda Richmond Mulo. Ich weiß nicht, aus dem Limes Verlag. Es sieht so aus und ich glaube, es ging, hier steht, wie meine Großeltern im Krieg die Liebe fanden und das Leben sie doch für immer trennte. Ja. Es geht hier wohl um 1948, nachdem sie gemeinsam den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, kaufen Anna und Amand, die Großeltern der Autorin, ein altes Steinhaus in einem abgelegenen malerischen Dorf in Südfrankreich. Fünf Jahre später packte Anna ihre Sachen und verlässt Amand. Die Schreibmaschine und die Kinder nimmt sie mit. Abgesehen von einem kurzen Begegnung haben die beiden nie mehr miteinander gesprochen, nie neu geheiratet oder irgendjemanden offenbart, was sie so unwiederbringlich entzweit hat. Ja, ich kann nicht mal sagen, warum ich dieses Buch gekauft habe, weil das Cover jetzt mich so unglaublich überzeugt. Ich zeige es nochmal. Und auch der Klappentext jetzt mich nicht so unglaublich überzeugt. Vielleicht hat es mich damals angesprochen und vielleicht kann mich der Inhalt jetzt nochmal neu überzeugen von sich. Auf jeden Fall werde ich es anlesen und ja, lassen wir uns überraschen. Damit kommen wir auch schon zum letzten Buch. Dann haben wir 6 Bücher für diesen Stapel herausgesucht. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, dass es insgesamt 6 Bücher geworden sind, weil die letzten Male waren es halt immer nur 3 bzw. 4. Und diesmal sind es tatsächlich 6 Bücher und ich habe mir ja den Januar tatsächlich schon selber verkürzt. Das heißt, ich habe rein theoretisch nur 3 Monate Zeit. Also muss ich mich ganz schön ranhalten zu lesen. Aber ziehen wir jetzt erstmal das letzte Buch und schmeißen wieder den Zufallsgenerator an. Und es ist die 35. Hatten wir gerade selbst die 35? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nee, hatten wir nicht. Gut. Ach nee, es war die 36, glaube ich. Ja, genau. Dann ist jetzt die andere Hälfte der Hoffnung, und zwar von Mechthild Bormann. Ich werde es mal heraussuchen. Das letzte Buch hatte sich jetzt tatsächlich etwas versteckt vor mir. Ich habe es gleich gar nicht gefunden. Aber als ich es dann entdeckt habe, habe ich mich tatsächlich sehr gefreut. Und zwar ist es das gute Stück hier. Ist die andere Hälfte der Hoffnung von Mechthild Bormann oder Mechthild, ja, Bormann, aus dem Trümmer-Knauer Verlag. Und zwar habe ich von Mechthild Bormann bereits die Trümmerkinder gelesen. Und ich mochte dieses Buch wirklich sehr, sehr gerne und es ist immer noch in meiner Erinnerung. Und ich hatte es jetzt vor kurzem wieder bekommen von meiner Mama, denn die hatte das gelesen, beziehungsweise sich ausgeborgt. Und auf Grundlage der Trümmerkinder habe ich mir dann ein weiteres Buch von ihr geholt. Und zwar war das hier die andere Hälfte der Hoffnung und habe tatsächlich nicht weitergelesen. Warum auch immer. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, warum ich nicht nochmal zu Mechthild Bormann gegriffen habe. Aber wie gesagt, ich freue mich hier schon sehr, sehr drauf. Und hier in großen Lettern steht, dieser Roman hat Sprengkraft, Kriminalliteratur im besten Sinne. Ja, ich weiß auch noch nicht, um was es geht. Auf jeden Fall ist es ein Kriminalroman. Irgendwie hat es mich angesprochen, aber ich weiß gar nicht mehr warum. Wahrscheinlich auch nur, weil Mechthild Bormann draufsteht.
und ich ja, wie gesagt, die Trümmerkinder sehr, sehr gemocht habe. Was ich euch übrigens nur sehr empfehlen kann, die Trümmerkinder mal zu lesen. Mich hat es sehr, sehr beeindruckt, dieses Buch. Und ja, freue mich nun auf dieses Buch und bin erstaunt. Oh, ich mag irgendwie dieses Cover von diesem Schwarz-Weiß und in diesem roten Handschuh. Damit fängt man mich ja gefühlt immer mit solchen Covern. Aber auf jeden Fall muss ich diesen Sticker hier noch loswerden. Das ist die Nummer 6 auf der Liste, auf der Subliste, die ich jetzt bis zum 6. April lesen muss. Wie immer weiß ich nicht, um was es in diesen Büchern geht. Ich habe eine Ahnung, warum ich sie mir gekauft habe. In der Regel weiß ich auch immer ganz genau, wo ich sie gekauft habe. Und es ist auf jeden Fall eine bunte Mischung, die es diesmal getroffen hat. 6 Stück ist für mich schon echt eine große Anzahl. Aber nur so kann ich meine Liste von den Neuzugängen oder den ungelesenen Neuzugängen von 2018 Herr werden. Das waren nun die 6 Bücher, die ich bis zum 4. Nein. Das waren nun die 6 Bücher, die ich bis zum 6. April lesen muss bzw. möchte. Ist natürlich schon eine ganz schöne Herausforderung, die ich mit dieses Mal stelle bzw. mit der Zufallsgenerator gestellt hat, dass es diesmal tatsächlich die höchste Zahl wird, weil ansonsten waren es ja immer nur so 3-4 Bücher und damit bin ich eigentlich ganz gut klargekommen, aber 6 Bücher ist natürlich nochmal eine ganz schöne Herausforderung für mich, aber nur so können die ungelesenen Bücher von 2018 abgearbeitet werden und die Liste Reihe nach abgehakt werden. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich meine Vorsätze schaffen werde und wenn der Zufallsgenerator mir 6 Bücher gibt, dann komme ich meinem Ziel natürlich wieder ein Stück voran. Was ich natürlich ein bisschen mit Bedenken sehe, ist die Dornen des Glücks, weil mir ja wie gesagt der zweite Band schon nicht gefallen hat und darauf bin ich ein bisschen zwiegespalten wegen diesem Buch, aber alle anderen Bücher bin ich schon sehr gespannt drauf. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, dass ich hier nochmal 2 neue Reihen, was heißt schade, aber setzt mich natürlich unter Druck, dass ich die Reihen dann auch fortsetze, wenn sie mir hier gefallen. Aber ich habe die Bücher mir ja gekauft und von daher bin ich auch der Meinung, dass ich sie jetzt lesen möchte. Und wenn dann die Reihe für mich etwas ist, dann werde ich bestimmt auch dranbleiben, so die Hoffnung. Und ja, ich bin frohen Mutes, dass ich diese Bücher bis zum 6. April gelesen bekomme und auch meine anderen Vorsätze noch einhalten werde. Also eine ganze Menge Arbeit, aber es sind Geschichten, die mich hoffentlich begeistern können. Von daher ist es dann am Ende auch keine Arbeit. Mich würde natürlich noch sehr interessieren, wenn ihr eins dieser Bücher kennt und wie eure Meinung dazu ist und mit was ich denn von diesen Büchern beginnen sollte. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns über die Bücher in den Kommentaren austauschen würden. Meinen letzten Stapel bzw. die Aufwertung von meinem letzten Substapel werde ich euch natürlich noch drehen, beziehungsweise euch eine Auswertung geben, gar keine Frage, aber ihr seht ja mal die Bücher auch in meinen 5 gelesenen, meinen nächsten 5 gelesenen Büchern. Von daher, mal sehen, ob ich nochmal eine Auswertung drehe, aber ich bin ganz zuversichtlich, weil doch die ein oder andere Hürde dabei war, die ich diesmal zu bewältigen hatte und von daher werde ich bestimmt nochmal eine Auswertung drehen. Gut, dann sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Ich kann euch damit nur noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden, passt auf euch auf, bleibt gesund wünschen und drückt mir die Daumen, dass ich diese Bücher geschafft bekomme bis zum 6. April. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!